So, immer noch romantisch, jetzt reicht's aber, die Sonne geht ja mal richtig ab, stelle ich mich hier hin. Kapitel 5 von 9 bei der Spezialforschung mit Meltan. Großartige Neuigkeiten, Eiverschaf. Dank der vielen Daten, die du gesammelt hast, konnte ich eine detaillierte Studie über die Unterschiede zwischen Elektro- und Stahl-Pokémon durchführen. Glücklicherweise konnte das Ditto-Wandler noch einmal einsetzen. Es hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich endlich erkannt, dass es von meinen metallenen Instrumenten angezogen wird. Dann habe ich begriffen, dass alle Aspekte von Meltan kopiert, sogar seine Verhaltensweise. Dittos Verhalten nach zu urteilen, glaube ich, dass Meltan Metall absorbieren kann, indem es metallene Objekte zersetzt. Was für eine interessante Fähigkeit. Dank meiner Forschung weiß ich jetzt, dass Meltan ein Stahl-Pokémon ist. Oha. Als nächstes sollten wir andere Pokémon untersuchen, die ähnliche Eigenschaften haben. Bitte führe die folgenden Aufgaben aus. Um mehr über Pokémon herauszufinden, die fließende Körperform oder Magensäuren, die Metallschmelzen kann, haben. Ja, was weiß ich, ich bin total neben der Rolle. Gut, jetzt drücken wir einfach ein bisschen weiter, der kann ruhig reden. Und was haben wir? Neue Aufgaben. Entwickle einen Slimer. Fange 5 Schneckmark oder Schlubuck. Lande 20 großartige Würfe. Dafür gibt es 20 Bälle, 5 Lokmodule. Nicht 15 wie in einer Infografik. Und 5000 Sternenstaub. Wir werden jetzt gleich mal reingehen und einen Slimer suchen. Slimer. Und da haben wir einen. Was nehmen wir denn? Das ist glücklich, das ist das Höchste. Das müsste mehr haben als das. Wir nehmen einfach das 93er. Ich hoffe mal, Alola zählt auch natürlich. Wir nehmen das 777, entwickeln das. Die Aufgabe ist beendet, wie ihr seht. So. 93. Und ein Regenbogen-Slimer. Das ist doch schön. 1564, da freut sich's noch mal kurz. So. Ach, jetzt redet er. Ich verstehe nicht, wieso das immer von 9 erzählt, wenn man da nochmal drauf geht. Und dann immer so viel. Jetzt brauchen wir noch 5 Schneckmark oder 5 Schlupphuck. Und 20 großartige Würfe. Und das werden wir natürlich wieder reinschneiden, zusammenschneiden und uns dann melden, wenn wir am Ende sind. Bob. Jetzt fehlen noch genau 5 großartige Würfe. Oh, da ist noch ein Evoli aufgetaucht übrigens. Weil es draußen einfach so arschkalt ist, so richtig ekelhaft. Werden wir das jetzt mal vom Auto aus machen. Und alle fragen sich, wie macht der Ramses das? In der einen Hand das Handy, in der anderen Hand die Kamera. Lenkt er etwa mit seinem... Nein, das ist ganz anders. Denn ich bin hier nur Beifahrer. Und ein Mega-Knofenser nehmen wir da auch noch mit. Zack, nochmal großartig in die Poperze. Da war wieder dein Kollege, der lustige Pete. Und da gönnen wir uns noch einen Paras für zwischendurch. Und da hüpft es natürlich hoch und das Auto ruckelt, Bruder. Und es greift an, oh mein Gott, David, bleib doch drin. Daneben, okay, das wird nichts. Panzer Aero, als Dreierräte. Das ist abgehauen, Mann. Ja, was ist das für ein fettes Vulcano? Wow, Vulcano, was auch shiny sein kann. Nehmen wir mit. 1000 noch was. Mega Brocken. Bam, da können wir bestimmt die letzten 3 noch voll machen. Jetzt haben wir 18 von 20. Komm, du fliehst, du willst da nicht drin. Och Mann, wo sind die Pikachus, wenn man sie braucht? Die kann man wenigstens 100 Mal machen. Nehmen wir das Taubsi noch mit. Vielleicht ist das ja die 19. So, wir probieren noch mal das Carbator. So. Großartig. Hey. Nach alles 19 von 20. Und da ist es raus. Das heißt, wir können noch mal einen drauf. Bam. Und den letzten 20 von 20 großartige Würfe. Aus dem Auto raus. Auf die Fische. Ist drin. Jetzt müsste es nur noch ein XXL sein. Dann zählt es auch gleich noch für die Medaille. Die habe ich nämlich immer noch nicht voll. Nee, ist leider keins. Ganz gut, alles klar, machen wir so.
Jetzt braucht man nur noch Schneckmark und Schlupfweg. Und dann sind wir auch schon wieder fertig mit der 5 von der 5 von 9. Hässliches Licht. So, da sind wir angekommen, die zwei letzten, und es sieht aus wie Ramses im Rotlicht. Ne? Da haben wir noch einen Schlupf weg. Schluppuck? Ich so, hä? Was soll ich mit so Schlupf weg machen? Wer hat denn das gesagt? Schluppuck natürlich. Schlupf weg. Weg ist doch die Weiterentwicklung. Jetzt nehmen wir das noch fix mit und dann brauchen wir genau noch eins. Entweder einen Schneckpack oder einen Schluppuck und dann sind wir wieder fertig. So, da sind wir nochmal zurück und ich habe jetzt leider das letzte Schluppuck nicht live drauf, weil es war gestern Abend so kalt und so dunkel einfach nur. Und es war ein Graus, da zu filmen. Deswegen blende ich das hier ein. Also nicht wundern, die Aufgabe ist also fertig, 5 Schneckmark oder 5 Schluppuck zu fangen. Und wir holen uns jetzt natürlich noch die Belohnungen ab. Vielleicht blende ich das davor auch noch ein, weil das auch so richtig Kackqualität war. Unter der Straßenlaterne sah aus wie im Rotlichtmilieu. Aber wir holen jetzt mal die Belohnungen ab und schauen, was der Professor da sagt. Bla 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 bla. Genau, Aufgabe 5 von 9. Da gibt es jeweils 2500 Erfahrungspunkte. Die holen wir uns jetzt einfach mal hier ab. Und zusätzlich 5 Lokmodule, 20 Superbälle, 5000 Staub. Bäm! Spezialforschung abgeschlossen. Das war also Kapitel 5 von 9. Wir melden uns zurück mit Kapitel 6 von 9. Aber bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.